So, und da sitzen wir hier mal wieder in meinem gemütlichen Stühlchen, denn ich bin immer noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber zumindest wieder negativ getestet. Das ist schon mal der gute Punkt. Deswegen können wir heute das ein oder andere Selfie machen. Ich bin nämlich heute und morgen, also das heißt Mittwoch und Donnerstag, auf der Gamescom. Aber gehen wir doch erstmal zum nächsten Schritt. Was kommt denn eigentlich nach der Gamescom? Und zwar die Game Awards. Und zwar am 8. Dezember, das hat Jeff Keighley jetzt offiziell angekündigt. Das ist ja der Moderator, der gestern auch die Opening Night live moderiert hat. Schönes Ding, also schauen wir da auf jeden Fall auch wieder rein. Weiter geht es mit weiteren Ankündigungen, und zwar das Mega Drive Mini 2. Das habt ihr vielleicht schon in den Nintendo News gehört, aber ich wiederhole es nochmal. Kommt offiziell auch nach Europa. Und zwar am 27. Oktober dürft ihr zuschlagen mit 61 Spielen und dem 6-Button-Controller. Knapp 100 € wird das Ding wohl kosten, so zumindest in den USA. In den USA kostet das Ding zumindest $100, also können wir da wahrscheinlich auch von ausgehen, dass es hier 100 € kosten wird, wenn da nicht noch die ein oder andere Steuer draufkommt. Ein weiteres allgemeines Thema, und das macht mir langsam ein bisschen Angst, aber auch ein bisschen Freude. Die Embracer Group, die haben ja eine ganze Menge Marken gekauft in letzter Zeit, unter anderem zum Beispiel Tomb Raider, aber die sind noch auf weiterer Einkaufstour. Und zwar haben die sich jetzt Limited Run Games geschnappt, das heißt die Leute, die dafür zuständig sind, dass ihr Spiele, die normalerweise nur digital vertrieben werden, auch auf Cartridge bekommt. Das ist... werden wir sehen, wie das am Ende ausgeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Limited Run Games weiter ihr Geschäft machen darf. Aber, was auch richtig cool ist, man hat sich auch die Herr der Ringe Marke geschnappt. Ja, richtig gehört. Denn auch das neue Gollum Adventure ist jetzt unter der Embracer Group und könnte durchaus vielleicht noch das ein oder andere an Feinschliff gebrauchen. Und das Geld wäre jetzt auf jeden Fall da. Mittlerweile besitzt die Embracer Group aber richtig viele Studios und das macht mir so ein bisschen Angst. Man hat allerdings auch einiges angekündigt, und zwar wird es wohl ein Retro, Klassiker und Heritage Gaming und Entertainment Spieleentwicklung und Produktion für Geräte, Zubehör und Sammlerstücke geben. Direkt von Embracer. Und das freut mich sehr, denn die sorgen damit dafür, dass wir so ein bisschen die Spiele archivieren könnt. Und ja, da hätte ich schon Bock drauf. Also wenigstens einer, der sich mal drum kümmert. Da wir die Nerd News hier einen Abend davor aufnehmen, also das heißt vor dem offiziellen Start der Gamescom, könnte es durchaus sein, dass das ein oder andere fehlt durch die Xbox, aber momentan gibt es nicht viel, außer dass wahrscheinlich Ubisoft Plus jetzt nun bald auch im Game Pass startet. Ubisoft Plus ist ja das Abo, wofür ihr 14,99 € im Monat zahlt und damit auf den gesamten Spielekatalog von Ubisoft Zugriff habt. Aber es könnte durchaus sein, da man sich ja jetzt auch bei PlayStation Plus eingebracht hat, dass es bald zum Game Pass mit dazu gehören könnte. Und das ist durchaus schön und ich hoffe, dass sich das bewahrheitet. Warum auch nicht? Und ich hoffe auch einfach, dass Ubisoft dann langsam wieder auf die Beine kommt. Ach ja, die PlayStation VR 2. Wann kommt sie denn nun? Ja, es gibt jetzt endlich ein offizielles Release-Datum, wenn auch nicht auf den Tag genau. Aber Sony hat nun per Twitter mitgeteilt, dass sie wohl Anfang 2023 erscheinen wird. Ich gehe davon aus, dass es noch bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres sein wird, also bis zum 31. März 2023, und ich freue mich schon sehr drauf. Aber ob es eine günstige Alternative wird zu den anderen Brillen, die so auf dem Markt sind, so wie es halt die PlayStation VR 1 war, das wage ich zu bezweifeln bei der aktuellen Technik, die da drin verbaut ist. Aber schauen wir mal, was Sony dafür haben will. Ich gehe mal davon aus, dass mindestens eine Preissteigerung von 100 € draufkommt im Vergleich zur ersten VR-Brille, die ja 399 € gekostet hat. Und ja, alleine durch die Technik, Knappheit und so weiter. Lassen wir uns überraschen. The Last of Us Part 1 sieht fantastisch aus, genauso wie es schon der zweite Teil tat. Und offensichtlich hat Naughty Dog herausgefunden, wie man die PlayStation 5 richtig schön ausreizen kann. Und zwar mit einem Unlocked Framerate Modus. Und damit wären 120 Frames bei dem Spiel möglich. Ob wir das Spiel in allen Details in jeder Auflösung sehen werden, also das heißt, ob es nur diese eine Variante mit Unlocked Frames geben wird, das weiß ich natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall dieser Screenshot, der hoffen lässt. Und damit wären bis zu 120 FPS möglich. Schauen wir mal, was dabei rumkommt, aber ich glaube, die 60 Frames sollten damit eigentlich sicher sein. Hoffe ich. Gute Verkäufe sollte das Spiel auf jeden Fall machen und ich glaube, das wird es auch. Aber PlayStation wird jetzt auf 5 Milliarden
Pfund verklagt. Und das ist eine Sache, die mich doch ein bisschen freut, auch so ein bisschen. Also niemand sollte jetzt direkt auf 5 Milliarden Pfund verklagt werden, aber es geht um die Sache, die da angeklagt wird. Im Speziellen geht es darum, dass PlayStation in UK angeblich zu viel Geld genommen hat von den einzelnen Leuten. Bis zu 30% Preisaufschlag im hauseigenen PlayStation Store werden jetzt angeklagt. Und das ist eine Sammelklage in den UK. Das heißt, jeder könnte davon so ein bisschen was zurückbekommen. Angeblich sollen die Leute 80 bis 660 Pfund zu viel gezahlt haben. Und das wäre natürlich krass. Und ja, vielleicht reguliert sich das dann auch so ein bisschen mit den PlayStation-eigenen Stores, die ja immer teurer sind als die physischen Varianten, weil es da einfach keinen Wettbewerb gibt. Wäre auf jeden Fall eine schöne Wendung. Entstehen sollen die Preise übrigens dadurch, dass man Spieleentwicklern und Publishern unfaire Bedingungen auferlegt, sodass sie die Preise automatisch erhöhen müssen. Ja, werden wir mal sehen, was dabei am Ende rumkommt. Übrigens, was dabei am Ende rumkommt, wenn euch die News bisher gefällt, lasst doch gerne den Daumen nach oben da und ein Abo. Und vielleicht schaut auch gerne mal bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da das ein oder andere günstigere Spiel bekommen würdet. Aber kommen wir mal zu den Nintendo News. Und da gibt es jetzt Neues zum Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Es wird nämlich eine Gold-Edition geben, so wie es ja beim ersten Teil nachgereicht wurde. Und da wird der DLC schon mit drin sein. Oder ihr kauft einfach die ganz normale Version. 20. Oktober wird es soweit sein, da könnt ihr endlich mit den Mario und den Rabbids wieder auf Erkundungstour gehen und auch wir werden das auf Twitch spielen, weil auch schon der erste Teil sehr schön war. Viel schöner ist allerdings, dass ihr das in Zukunft auch im Nintendo eShop über PayPal kaufen könnt. Ja, es ist endlich soweit. Ihr braucht keine Kreditkarte mehr für den Nintendo eShop, wenn ihr Spiele oder aber auch Merch kaufen wollt. Und ihr bekommt sogar noch ein paar Bonussachen dazu. Zum Beispiel bei Xenoblade Chronicles 3 ein Notizbuch im Xenoblade-Style. Ja, die sind immer ganz hübsch eigentlich. Oder aber zum Beispiel bei Splatoon 3 eine Splatoon-Sporttasche und einen Tintenfisch-Pin, wenn ihr das Ding per PayPal bestellt. Ja, ich muss sagen, es wird auch langsam Zeit und es war auch schon ein bisschen überfällig, aber immerhin geht es jetzt endlich. Kostenlosen Versand gibt es übrigens ab einem Einkaufswert von 24,99 €. Und auch das ist auf jeden Fall schön zu hören. Eine weitere Newsmeldung gibt es allerdings und die ist jetzt nicht so ganz offiziell, aber es haben sich mal ein paar Leute ein paar Gedanken gemacht. Und zwar warten wir seit den 3D-Zeldas, also das heißt seit Ocarina of Time, immer länger auf einen Serienableger. Und zwar zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask lagen 523 Tage. Bis Wind Waker dauerte es dann schon 960 Tage. Twilight Princess sollte 1437 Tage dauern. Skyward Sword nochmal 1825 Tage, also immer gesehen vom letzten Spiel natürlich. Und Breath of the Wild waren es schließlich 1932 Tage. Der neueste Ableger hat jetzt allerdings schon die 2000 Tage-Grenze geknackt. Und wenn sich das so weiter entwickeln wird, dann werden wir wahrscheinlich auf den nächsten erst 2029 stoßen nach Breath of the Wild 2. Zu diesem Zeitpunkt wird die Opening Night Live schon vorbei sein, aber kleiner Hinweis noch für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es wird wahrscheinlich eine Handelsversion von Return to Monkey Island geben. Das hat Nintendo jetzt nämlich offiziell gelistet. Habe ich Bock drauf und ich hoffe, die Vorgänger werden auch nochmal auf die Switch kommen. Wenn ihr allerdings auf der Gamescom unterwegs seid, dann solltet ihr euch ein paar Stände angucken. THQ Nordic zum Beispiel stellt Alone in the Dark aus, Outcast 2, Recreation, Destroy All Humans 2 Reprobed, SpongeBob SquarePants, Cosmic Shake, Spellforce, Valiant, Tempest Rising und AEW Fight Forever. Also hier werdet ihr auch ohne Sony und Nintendo eine ganze Menge spielen können. Aber es gibt auch noch ein Gamescom-Line-Up von Sega. Da dürft ihr nämlich unter anderem das neue Sonic anspielen, was laut Gerüchten wahrscheinlich schon am 15. Oktober erscheinen soll. Denn das hat man so ganz kurz im Trailer anklingen hören. Schauen wir mal. Aber es gibt auch noch Two Point Campus, Endless Dungeon, Demon Slayer und Humankind. Eine neue Verschiebung ins Jahr 2023 reiht sich ein und zwar Flashback 2 kommt
nicht mehr Ende 2022, sondern irgendwann 2023. Das Spiel sieht jetzt im Vergleich zu seinem Vorgänger, der damals ein technisches Highlight war, nicht mehr so beeindruckend aus, aber ich freue mich trotzdem drauf. Sollen sie sich ruhig Zeit nehmen und nicht irgendwo untergehen zwischen den ganzen Spiele-Releases 2022. Kena Bridge of Spirits bekommt einen Steam-Release mit vielen Extra-Funktionen. Mit New Game Plus können die Spieler, nachdem sie ihr Spiel abgeschlossen haben, Kenas Reise mit all ihren zuvor freigeschalteten Fähigkeiten, Upgrades, Outfits und so weiter neu starten. Außerdem gibt es neue Sammlerstücke, neue Klamotten und einen neuen Fotomodus und wie gesagt der Release auf Steam. Ein weiterer Release, der sehr überrascht, könnte Dead Island 2 sein, denn 8 Jahre hat man von dem Spiel nach dem Jogger-Trailer nichts mehr gehört und jetzt soll es anscheinend auf einmal soweit sein. Am 3. Februar 2023 könnte uns das neue Spiel erwarten. Und das sieht ziemlich danach aus, denn es gibt bereits ein Covermotiv und mehrere Screenshots von dem Spiel, die ihr euch hier angucken könnt. Neues Futter soll es auch zu Dead Space geben, dem Remake vom ersten Teil, und zwar im September laut EA. Da wird es eine spielbare Version geben, die wahrscheinlich nur auf dieser Messe da gezeigt wird, und auch noch viele Entwicklerinterviews. Wir werden also viel Neues erfahren und im Januar soll es ja auch schon soweit sein. Und zu guter Letzt gibt es noch ein schönes Update für das Quake Remaster von den Nightdive Studios. Da wurde nämlich jetzt ein Capture the Flag Modus eingeführt und mit dem könnt ihr Capture the Flag spielen im Original Quake. Die Originalmod stammt allerdings von 1996 und wurde jetzt extra nochmal überarbeitet. Sehr schöne Aktion. So, das war es dann allerdings mit der Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich weiß, das ist nicht die aktuellste, aber ich musste sie halt vor der Gamescom aufnehmen und ihr werdet dann ein neues Update bekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.